Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich mal mit euch wieder ein Paket öffnen. Und zwar habe ich Post aus China bekommen. Und das ist ein neuer Laser, den ich gerne mit euch zusammen mal auspacken, aufbauen, ausprobieren möchte. Weil ich glaube, der könnte ganz cool sein. Alles weitere nach dem Intro. Ja, der Laser ist, glaube ich, wirklich ganz cool. Das ist, glaube ich, ein echt ein großes Teil. Leider kann ich auf dem Karton außen nichts erkennen, weil alles zugeklebt ist. Aber auf jeden Fall schon mal gut verpackt mit viel Kunststoff. Meine natürlich nicht ernst mit gut verpackt. Aber auf jeden Fall ist da schon mal eine Anleitung zu sehen. Und ich würde sagen, ich blende euch mal auf die Werkbank und zeige euch mal, was da so alles bei ist. Ist auf jeden Fall mit Touchscreen und so weiter. Und ein lieber Kollege hat auch schon mal ein Video drüber gemacht. Verlinke euch auf jeden Fall auch unten drunter. Ja, lohnt sich bestimmt vorbeizugucken. Ich bin gespannt. Lass uns mal einen Karton gucken. Ja, wie ihr wisst, habe ich ja schon den einen oder anderen Laser. Aber der wird, wenn er denn mir gefällt, der größte sein. Und gleichzeitig wahrscheinlich auch der stärkste. Also ich bin sehr gespannt. Wir packen mal einfach alles aus und versuchen mal zusammenzubauen. Wenn ich schon mal sehe, hier sind Zahnriemen bei. Und irgendwie ein Stift und Kabel und noch ein Kabel und natürlich die obligatorische Laserschutzbrille. Jede Menge Schrauben und Muttern. Und hier kommt das Kernstück. Ich kriege das hier auch raus. Gucken, ob ich das da irgendwie rausgedrückt kriege. Das ist der Laser. Schon krasses Ding, sieht gut aus. Ey. Mal gucken, was kann der? 12 Volt. Da steht aber jetzt die Leistung nicht drauf, aber ich glaube, das ist ein 5,5 Watt Laser. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Aber ich glaube, das finden wir noch raus. Auf jeden Fall verlinke ich euch das alles da unten drunter. Ich denke, das ist schon eine ganz coole Nummer, was hier wieder da ist. Und man kann da auf jeden Fall sehr groß mit Lasern hier. Also es ist ein 5 bis 5,5 Watt. Also der kann definitiv auch schneiden. So, lass uns mal das Ding auseinandernehmen und dann auch wieder zusammenbauen. Ne? Ich nehme einfach mal die ganzen Einzelteile raus und dann gucken wir mal. Also den Laser packen wir mal beiseite, weil den brauchen wir wahrscheinlich so ziemlich am Schluss. Auch das ist schon mal eine coole Nummer. So eine, nennen wir das nochmal Kabelführung oder eine Schnecke oder wie man das nennt. Packen wir das auch mal beiseite. Dann haben wir hier die Schienung drin. Boah, sieht auch sehr stabil und wertig aus. Auch schön mit der Nummernskala drauf, könnt ihr wahrscheinlich sehen. Sieht schon sehr wertig aus, schön schwarz, kurze Schienen, lange Schienen. Ich denke, wir sie auch alle da relativ leicht rauskriegen. Sieht auf jeden Fall wirklich sehr wertig aus, stabil. Macht erstmal einen sehr guten Anfangseindruck. Kabelkanäle auch nicht doof, weil der sich Laser nicht hat, hat das Problem, dass er sein Kabel gerne mal selber frisst, wenn man nicht aufpasst. Das ist wahrscheinlich hier auch ganz gut gelöst. Hier noch eine Schiene, ich glaube, vermute mal fast, dass das schon für diese Kabelschnecke ist. Ja, denke ich schon, könnte so sein, weil es passt da genau rein. Gutes Augenmaß bewiesen, würde ich behaupten. Dann haben wir noch andere Kram. Ich nehme erstmal alles einfach aus dem Karton raus, lege uns das auf die Werkbank. Gucken wir dann, was wie zusammengehört. Ja, was natürlich bei diesen China-Produkten immer ist, hat sehr, sehr viel Verpackungsmaterial. Das ist mittlerweile bei hiesigen Produkten deutlich besser. Da wird viel drauf geachtet, natürlich, dass es wiederverwendbar ist und sonst was. Aber hier ist es einfach Plastik. Ja. Was ist das hier Schönes? Ah, ich glaube, es ist die Absaugung, weil das Ding hat eine Rauchabsaugung, was auch nicht doof ist. Sieht auch ganz witzig aus, könnt ihr das sehen. Sieht aus wie 3D gedruckt. Schätz mal, es ist wirklich 3D gedruckt, aber macht es ja nicht unbedingt schlechter, sondern eher variabler und dass sie es eben selbst produziert haben. Made in China alles, keine Frage, aber macht erstmal einen echt wertigen Eindruck. Hier ist das Display, auch das sieht ziemlich cool aus, finde ich. Kann man nicht so sagen, viele Steckermöglichkeiten. Gucken wir mal gleich, was wohin gehört. Erstmal alles rauspacken und dann schauen wir mal. Anschlusskabel, Schokostecker. Ist es hier irgendwie eine Welle, würde ich behaupten. Damit auch beiseite. Das ist hier einer der Motoren. Auch beiseite. Was bist du hier?
ein Filter. Ich schätze mal, es ist für die Absaugung, weil da hat er irgendwie gesagt, eine Rauchabsaugung. Auch sehr cool. Hat auch nicht jeder oder kennt bis jetzt keinen Laser, der das hat. Was bist du hier? Auch irgendwie eine Umwälzung dran. Machen wir das auch mal raus. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon was vormontiertes. Oh, gar nicht einfach rauszukriegen. Und eine der Achsen. Boah, krasses Ding, ey. Vormontierte Achse mit jede Menge Kabel dran und auch Motoren dran. Auch mal nicht so schlecht. Rausgepackt hier. Hier ist noch eine Welle, würde ich behaupten. Jede Menge Winkel kommen hier noch zum Vorschein. Ich glaube, es sind die Füße, die Stehfüße, weil die sind gummiert. Denken wir mal, das sind die Füße. Haben wir hier noch was versteckt? Hier ist noch irgendwas drin. Noch ein Seitenteil, da haben wir ja schon eins von gefunden. Gucken, ob hier noch mehr drin ist oder ob wir alles raus haben. Ich glaube, das war's. Aber das muss ich ja schon mal als kleines Feedback geben. Ist ja viel Plastik, ne? Das passt kaum in die Mülltonne rein. Muss man fast gesondert wegbringen. Ich finde es ein bisschen übertrieben als Verpackungsmaterial. Na gut, wir gucken mal auf die Anleitung, ob da auch wirklich eine Aufbauanleitung bei ist oder ob wir ein bisschen ausprobieren müssen. Aber nein, das ist, glaube ich, tatsächlich Schritt für Schritt erklärt. Wir fangen einfach mal an. Install the frame. Also das ist auf jeden Fall nicht auf Deutsch, es ist auf Englisch. Ich muss also mal die Rahmenteile holen. Zwei kurze Rahmenteile. Wir gucken mal, wie rum das soll. Ich glaube, das muss so rum. So, und das ist die Y-Achse und das ist die X-Achse. So steht das hier drauf. Ja. So, place the four aluminium profiles as shown in the figure. Hier haben wir getan. Dann müssen wir da jetzt die Schrauben für suchen. Das ist immer ein Problem bei diesen Sachen, dass es wirklich, es wirkt immer so wie ganz einfach kommissioniert. Keiner hat darüber Gedanken machen, was man zuerst braucht. Heißt, hier geht es immer um Teile suchen. Aber das kenne ich ja schon bei den China-Produkten. Aber meistens ist man ja am Ende doch positiv überrascht, weil die Technik dahinter ist ja meistens nicht die schlechteste. Aber natürlich auch hier alles extra verpackt, alles in Schräubchen verpackt und naja. Mag man halten, was man von will. Ich finde es nicht so schön, diese ganze Verpackungsarie. Aber naja. Ist so. So, also hier sind Schrauben, Werkzeug habe ich auch gesehen, also Imbusschlüssel sind auch dabei und so ein Möchtegern Maulschlüssel. Aber so ist das nun mal. Dafür hat man ja hier eine hoffentliche Technik, die funktioniert, muss sie aber natürlich vorher zusammenbauen, weil ich glaube, dieser Laser kostet 299 aktuell bei Amazon, verlinke ich auf jeden Fall ja unten drunter. Und wenn man so einen Laser kauft von vielleicht sogar deutschen Herstellern oder aber auch fertig montierte Sachen, dann bezahlt man gerne auch mal vierstellige Summen. Also der ist, so wie ich von anderen gehört habe, schon gut dabei und auch eben nicht zu teuer. Ich bin gespannt, was ich am Ende euch davon berichten kann. So, auf jeden Fall sind es einfach nur schwarze Schrauben mit Imbus. Die werden hier einfach entsprechend durchgesteckt. In den Querprofilen ist ein Gewinde drin und somit brauchen wir die nur reinschrauben. Der Rest ist dann einfach fest. Nicht mit Mutter hin und her hantieren, einfach festschrauben. Und schon ist der Grundrahmen dann quasi gleich montiert, was dann ja wirklich schnell gegangen ist. Ne? Ich habe ja schon sehr, sehr gute Erfahrungen mit Produkten aus China gemacht. Sind meistens ja wirklich, ja, im Endeffekt, viele denken schlecht drüber, aber ich finde sie meistens wirklich gut. Ich habe ja auch so einiges an Werkzeug aus China. Und für uns Heimwerker ist es meist völlig, völlig ausreichend.
muss man ehrlich sein, meistens sind die Sachen aus China auch technisch versierter, muss man mal so sagen. Weil, ja, weiß nicht, ob man das so allgemein sagen kann, aber auf jeden Fall zu dem Preis technisch versierter. So, dann haben wir das gemacht und dann kommt schon jetzt die X-Achse drauf. Die ist ja, wie gesagt, vormontieren. Mal gucken, wie rum die gehört. So, der Motor kommt so rum. Und das kommt irgendwie so. So soll das, glaube ich, hin. Mal kicken. Dieses irgendwo, glaube ich, aufschieben. Ich glaube so. Also einfach nur von unten aufschieben. Und dann lese ich dann auch schon die Füße dran, weil dann ist das auf jeden Fall schon mal quasi verschlossen und die Füße können eigentlich mehr entfliehen. Dafür brauchen wir jetzt diese ganzen Kleinschrauben. Dafür haben wir hier eine ganze Tüte voll. Also die fallen uns nicht runter. Aber auch da, bei sowas würde ich mir wünschen, dass es immer die gleiche, das gleiche Werkzeug auch ist. Man muss, hat hier allein schon 4 Imbusschlüssel dabei und muss quasi durchs Werkzeug springen. Finde ich immer ein bisschen doof, aber man kann es verkraften, sag ich mal. So, wie soll das funktionieren hier? Ah, da müssen wir die Nutsteine benutzen, vermute ich stark. Sonst kriegen wir es da ja nicht fest, ne? Ja, und um die Füße zu montieren, ist es am besten die Vorgehensweise, man nehme sich eine Schraube, einen entsprechenden Nutenstein, den montiert man leicht vor, weil sonst kann man sich gleich wirklich verhaspeln da drin. Und dann zeige ich euch gleich, wie dann die Vorgehensweise ist, weil dann ziehen sich die Dinge alleine fest. Man braucht wirklich denn nur einen Immo-Schlüssel und keine dritte Hand. Also jetzt ist er vormontiert, schiebe ich mir den einfach da in die Nut rein und da in die Nut rein und ziehe dann das einfach fest und der verkeilt sich dann in der T-Nut und ist dann wirklich bombenfest. Guck mal, ihr seht jetzt schon, da bewegt sich nichts mehr und ich habe erst eine von 2 Schrauben überhaupt fest. Also das ist schon ein gutes Prinzip und funktioniert auch wirklich gut. Ist so bombenfest. Außer natürlich der Fuß, den kann man abnehmen. Ja, und schon sind wir so weit, dass das Ganze auf eigenen Füßen steht. Wackelt nicht mal, also steht richtig gut. Und wir können zum Schritt 4 aufmachen. Der Schritt 4 ist dann das Thema der, wie heißt es so schön? Ich komme gar nicht auf den Begriff. Zahnriemen heißt es. So, mal gucken, ob wir das auch so leicht hinkriegen. Gucken, wie das hier beschrieben ist. Ja, schauen wir mal. So, als nächstes müssen wir die Zahnriemen einbauen. Ich habe da schon mal mit angefangen, habe vergessen, die Kamera zu machen. Ich mache extra den nochmal einmal raus. Geht eigentlich auch ganz einfach. Und zwar schneidet ihr den Zahnriemen einmal in der Mitte durch, weil der ist doppelt so lang, wie ihr ihn braucht. Wir brauchen den mehr von beiden Seiten. Und dann geht es eigentlich nichts anderes, als hier einzufädeln. Denn das irgendwie sich da hoch zu fummeln, ich habe da jetzt einfach mal den beiliegenden Imbusschlüssel genommen. Wenn ich ihn dazwischen halte, dann kannst du ja den Zahnriemen quasi daran hochschieben. Hast den Zahnriemen hier, fummelst ihn einmal über die. Wie heißt das nochmal? Da komme ich gerade nicht drauf. Die Scheibe mit den Zähnen drauf. Zahnrad heißt das gute Ding. Über das Zahnrad. Und auf der anderen Seite wieder durch. Auch das ist ein bisschen fummelig. Weil wenn man es einmal drin hat, dann ist es schnell erledigt. So, da kommt er raus. Dann zieht man ihn einmal stramm. Den guten. Natürlich soll man ihn vorher so machen, dass er auch richtig rum ist. Einmal stramm ziehen. Dann ist hier, da muss ja die Mutter mit den Schrauben, das sind diese kleinen Mutter, ich weiß nicht, ob
das fokussiert wird. Das ist diese kleine Mutter, die muss hier eingeführt werden, dann kommt der Riemen darunter, ein bisschen stramm ziehen und dann wird das Ganze mit dem passenden Umschlüssel festgeschraubt. Einfaches Prinzip, funktioniert aber echt gut. Ja, und schon ist das dann fixiert, ne? Muss man natürlich ein bisschen darauf achten, dass er auch gerade bleibt. Das geht ja schon hin. So. Können wir mal gucken. Sieht doch gut aus, ne? Da ruckelt nichts. Ist auf beiden Seiten jetzt drin. Dreht sich auch gut mit. Und jetzt kommt der nächste Schritt. So, nachdem nun die Winkel angebaut sind, geht es jetzt noch diese Schiene anzubauen, wo drauf gleich der Kabelkanal, diese Schnecke läuft. Ich sage euch, diese Schrauben sind ganz schön klein. Also man muss das schon spitze Finger machen, sag ich mal. Also ich mit meinen Riesenhänden, das schon bei der einen oder anderen Schraube echt ein Thema. So, das ist jetzt so, dann ist jetzt auf jeden Fall das Kabel. Laut Anleitung kommt der schwarze Connector nach hinten. Das kommt da auf jeden Fall irgendwie mit rein. Sieht jetzt auf der Anleitung so aus, als würde das da einfach nur draufgelegt werden, aber würde mich irritieren, weil da ja irgendwie diese Schnecke mit reingehört, ne? Mal gucken, wie das befestigt wird. Oder muss die Schnecke gleich mit befestigt werden? Ich glaube, ich hätte die Schnecke hier mit festschrauben müssen. So. Naja, dann lösen wir die Schrauben machen, machen das nochmal, ne? So, als nächstes kommt das Wichtigste. Der Laserkopf. Der ist ganz einfach zu installieren. Wir schieben es einfach hier so von oben rein. Schieben das bis an die Schiene unten ran und drehen an der Seite. Hier auf der Seite ist so eine kleine Mutter, die einfach fest und schon ist der installiert. Das nächste, was dann kommt, sind die Kabellagen. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann muss dieses Kabel, also das Kabel mit, sieht aus wie so eine Erdung oder so, muss hier rüber geführt werden und wird dann hier oben reingesteckt und da verschraubt. Dafür muss es aber vorher in einen dieser Kabelschläuche, ich weiß mir jetzt nicht genau welchen, ist das der geschlossene oder der offene? Kann man das hier in der Anleitung erkennen? Ich muss zugeben, die Anleitung macht es einem nicht unbedingt einfach. Aber man kriegt es sicherlich hin. So, ich nehme jetzt einfach mal den offenen, weil ich denke, dass der geschlossene auch der Absaugschlauch sein könnte. So, das führen wir dann immer hier durch den Schlauch durch. Also auf jeden Fall, jeder, der sich so einen Laser kauft, der muss schon ein bisschen Zeit investieren, das zusammenzubauen. Ist teilweise ganz schön figelinsch, aber macht auch Spaß, ne? Muss man so sagen. Und das Schlimme ist, mir ist schon so viel runtergefallen, ihr glaubt das gar nicht, wie oft ich mich schon bücken musste, um das wieder alles aufzusammeln. So, jetzt hänge ich irgendwo fest, oder doch nicht? So, das Ganze führen wir dann mal hier so rüber. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das auch für das Thema Schlauch. Oder lass mich kurz mal in die Anleitung gucken. So, wenn wir den Kabel durch den Schlauch haben. Das ist die Absaugung. So, ich würde sagen, der wird einfach hier rübergeführt, dort eingesteckt. Wie rum kommst du da rein? So rum kommst du da rein? Und hier kommt eine Schraube vor, das wird hier festgeschraubt, so wie ich das denke. Nehmen wir uns mal eine kleine Schraube und schrauben das mal da fest.
Und schon ist das auch fest. So, ich denke, den müssen wir ja noch irgendwie hier befestigen. Ich weiß noch nicht genau wie. Aber das warten wir einfach mal ab und machen mal mit dem nächsten weiter. Weil das nächste ist dieser relativ coole Kabelkanal. So, wenn ich es richtig gesehen habe, wird er so rumgelegt und man kann diese einzelnen Laschen irgendwie aufklappen. Mal gucken, wie das funktioniert. Ja, man klappt die hier so einfach auf. Wir haben jetzt einen kleinen Schraubendreher geholt, kriegt man die gut auf und kann das Kabel gleich gut einlegen. So, jetzt legen wir das Ganze hier ein und schrauben dann erstmal die Schiene hier unten fest. Da haben wir eben den Fehler gemacht, dass wir die Schrauben schon befestigt haben, obwohl das wohl zusammengeschraubt wird. Wir probieren es einfach mal aus. Das klappen wir uns mal diese ganzen Klappen hoch, damit wir gleich die Kabel auch gut verstauen können. Und hoffen mal, dass wir auch die richtigen Kabel nehmen. Weil das habe ich noch nicht, ehrlich gesagt, nicht ganz aus der Anleitung herausnehmen können, welche Kabel nun in den Kanal kommen, welche nicht. Das müssen wir auch mal gleich gucken, ob wir es richtig machen. Nehmen wir jetzt auch mal das restliche Bündel, was da ist. Das wird dann hier wohl von hinten irgendwie durchgeführt oder auch nicht. Ich glaube, das wird einfach noch reingelegt. Und zwar dann so. So, wir machen uns mal einfach hier oben schon mal eine Klappe zu. Das ist da schon mal drinnen fest, ne? Aber ich lasse mit Absicht gleich mal die Klappen auf, weil wie gesagt, ich weiß gerade wirklich nicht, ob da alle Kabel reingehören oder nicht. Das konnte ich der Anleitung jetzt nicht genau entnehmen. Mal gucken, ob wir nachher uns ärgern und wieder etwas aufmachen müssen. Und hier unten mache ich auch mal eine Klappe zu. Und dann wäre das hier oben irgendwie verschraubt. So, ihr seht, ich bin ja schon ein paar Schritte weiter. Ich habe jetzt noch die Schläuche verbunden, hinten die Absaugung angemacht, aber da bin ich noch nicht so ganz von überzeugt. Mal gucken, ob die überhaupt funktioniert, weil der Stutzen, der dran ist, der passt irgendwie gar nicht. Da muss ich was überlegen, wie ich ihn rankriege. Display ist angebaut, funktioniert auch richtig gut. Man kann hier jetzt wirklich alles im Display bedienen, schon ganz geil mit so einem Touch-Display, muss man so sagen. Und ausgerichtet habe ich jetzt auch schon, da ist so ein Plättchen dabei, das packt man hier so zwischen, richtet das da aus, macht es hier auch, löst dann da eine kleine Schraube hier unten und kann das dann entsprechend hindrücken, damit der Laser immer den gleichen Abstand von der Kante hat und ist perfekt eingestellt. Ich habe auch schon das erste Thema vor, was ich hier machen möchte. Und nehme euch einfach gleich mal mit. Ich bin gespannt, ob ich alles richtig eingestellt habe und der Laser gleich so läuft, dass er quasi ein Frühstücksbrettchen aus Bambus, ist das ja, so baut, dass es ein 1x1 Brettchen wird und für Kinder schon beim Frühstück ein bisschen Mathe üben können. Ich lasse euch jetzt einfach mal die Kamera laufen und dann gucken wir gleich mal, wie das Ergebnis wird. Und dann starten wir das Ganze mal. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Und auf die Plätze fertig, los! Das hat ja super geklappt, gleich der erste Fehler. Wir versuchen es nochmal. Ihr seht, der Laser legt los und ich glaube, die Absaugung, ihr seht schon, es entsteht ganz schön viel Qualm. Ich glaube, die Absaugung ist wirklich für die Katz. Weil ich weiß gar nicht mal, ob sie saugt, kann man ja schlecht nachvollziehen.
Und dazu ist auch noch, dass der Stutzen wirklich nicht gut ist. Aber ich glaube, den kann man, wenn man den ein bisschen rambastelt, dann schon ordentlich hinkriegen. Wir gucken mal gleich. Eigentlich muss ich leider gleich bis zum Ende durchziehen, weil gleich kommt der erste Buchstaben. Rechts soll ja der Name noch stehen. Und das macht er auch. Aber ist schon krass, wie das qualmt, ne? Aber das sieht, glaube ich, richtig gut aus. Und das geht sauschnell. Ich versuche mal noch ein bisschen anders dran zu stellen, damit ihr auch alles sehen könnt. Das Coole ist auch hier an dem Laser ist, man muss den immer quasi ganz nach unten fahren, damit der Fokus richtig passt. Und somit ist auch gleich der Laser durch diese Scheibe geschützt. Und man kommt nicht in die Versuchung, in den Laser zu gucken. Ganz cool gelöst. Man muss eben nicht irgendwie eine Linse drehen, um das dann so scharf wie möglich zu stellen, sondern das macht er so. Und das sieht richtig gut aus, würde ich behaupten. Und es geht mega schnell. Guckt euch das an. Das ist Echtzeit, ne? Das ist nicht irgendwie vorgespult, das ist wirklich Echtzeit. Ich lasse es jetzt mal laufen, spule das euch aber gleich ein bisschen vor, damit ihr nicht gelangweilt seid, es jetzt zuzugucken. Und dann sind wir mal gemeinsam gespannt auf das Ergebnis. Ich gehe aber ein bisschen hier aus dem Qualm raus, weil ich glaube, das ist nicht so das Gesündeste, das einzuatmen. Sprachlos. Da ist das Ding fertig. Wahnsinn. Also, ich bin schon ein bisschen sprachlos und ein bisschen begeistert. Es ist definitiv ein China-Laser. Ich habe ja schon mehrere im Einsatz. Aber, sorry, das habe ich noch nicht erlebt. Mega schnell. Ein tolles Bild. Ich zeige euch das gleich mal im Detail. Auf Bambus. Bambus ist wirklich kein einfaches Material. Aber das ist richtig gut geworden. Und das ging schnell. Also sonst brauche ich für so eine Größe mit meinem alten Laser, da brauche ich einen halben Tag gefühlt. Und hier, 12 Minuten waren 20 mal 15 cm fertig. Ich zeige euch das Ergebnis mal. Cool, oder? Das ist wie das kleine 1x1 für Maximilia. Und ja, super gut geworden. Detailliert, richtig saubere Linien. Auch wenn das mit der Faserung war, trotzdem richtig gut. Bin richtig begeistert. Und ich muss euch sagen, das Ding ist cool.
cool. Macht ein bisschen Geräusche. Ich hoffe, ihr hört das. Aber es ist kein Vergleich zu den Lasern, die ich bisher hatte. Und natürlich eine wahnsinnig große Fläche. Ne? Also es ist 40 mal 40 mindestens. Also da kann man richtig mit anfangen. Einfach einen Rechner dazu. Einen Rechner, den habe ich mal bei Amazon gekauft oder ein Huni gekostet. Ein ganz billiger Plastikrechner. Tut seinen Zweck. Farbdisplay, Touchdisplay, mega gut. Ne? Also ist wirklich richtig gut. Macht auch richtig, was es soll. Und man kann es eben alles hier mit steuern. Da ist noch eine Alarmleuchte, sogar mit Alarmton. Tolles Teil. Was ich jetzt noch nicht aufgebaut hat, ist für rund. Man kann ja da auch Rundsachen mit gravieren. Das habe ich noch nicht gemacht. Muss ehrlich sagen, der Filter da hinten, naja, den muss man vielleicht noch ein bisschen verbessern, weil dieser Stutz eben nicht passt. Und ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, der pustet. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Kabel falsch angeschlossen sind. Muss ich mir nochmal angucken. Aber ich würde sagen, der erste Eindruck ist, das ist ein richtig cooles Teil. Bin positiv überrascht. Also von Flying Beer, Laserman heißt das Ding. Geiles Teil. Verlinke ich alles unten drunter. Schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Lohnt sich. Zum günstigen Preis, ich glaube, der kostet aktuell 2,99 €. Ein richtig gutes Teil. Und Power bis zum geht nicht mehr. Man soll damit sogar Metall gravieren können. Also quasi dann auch so Thermosflaschen und so. Coole Sache. Und man soll auch Material mit schneiden können, werde ich noch alles ausprobieren. Hier in der Anleitung steht drin, schneiden bis zu 4 mm zum Beispiel Weichholz, 2 mm Harzholz, 3 mm Bambus, Acryl, größer 3 mm, Papier auch größer 3 mm, Leder größer 3 mm. Boah, also das Ding kann, glaube ich, was. Ich bin echt gespannt, werde euch auf dem Laufenden halten und das immer wieder ausprobieren und natürlich die Videos hier online stellen. Also das soll es jetzt heute gewesen sein. Ich glaube, es war ein ganz schön langes Video. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein und guckt mal unten auf den Links nach dem Laser und auch mal, wenn ihr nicht Abonnent meines Kanals seid, abonniert. Das kostet nichts. Ein Abonnent ist umsonst, kostenlos, aber nie umsonst. Haut rein, bis nächste Woche, 8 Uhr, hier auf meinem Kanal.